Willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Es geht heute mal wieder ein bisschen um Black Ops 3. Und wer hätte das gedacht, wir machen Mitte 2017 noch Black Ops 3 Videos zu neuen Inhalten. Ich hätte das nicht gedacht, aber Black Ops 3 wird weiter mit Inhalten versorgt und das passiert jetzt auch diese Woche wieder, denn es kommt eine neue Tarnung und noch ein bisschen mehr zu Black Ops 3. Das schauen wir uns gleich an. Kurz davor, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nichts verpassen wollt in Sachen Call of Duty. Ich glaube, viele von euch haben noch kein Abo da gelassen, von daher macht das gerne, würde mich sehr freuen und ihr verpasst dann eben nichts mehr. Und ja, schauen wir uns die ganzen neuen Inhalte an oder schauen wir uns das von den neuen Inhalten an, was man anschauen kann und sprechen über alles andere. Ihr seht im Hintergrund schon die ganze Zeit ein bisschen Gameplay der neuen Tarnung, die wir bekommen. Die Tarnung nennt sich Kirschschorle, ein sehr interessanter Name. Und die kann man spielen derzeit auf der PlayStation 4, wenn man das Update runterlädt, was gestern gekommen ist, dann aber Black Ops 3 offline startet. Wenn man das einmal nicht gemacht hat und der Hotfix runtergeladen worden ist, dann funktioniert es nicht mehr. Aber man hat eben so die Möglichkeit, so habe ich ein bisschen das Gameplay aufnehmen können. Und diese Tarnung, die wird in den Vorratslieferungen vorhanden sein. Ich denke wieder für ungefähr eine Woche, so wie das eben auch der Fall war mit Into the Void und mit dieser anderen Gold-Münzen-Tarnung. Und das Ding wird halt wieder so eine kleine Aktion sein. Ich muss sagen, mir gefällt die Tarnung ziemlich gut. Ist wohl auch eine Pack-a-Punch-Tarnung. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, von welcher Zombie-Map die Tarnung ist. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Aber diese ganzen Pack-a-Punch-Tarnungen oder der Großteil der Pack-a-Punch-Tarnungen sieht eh mega geil aus. Und da ist diese Waffe hier auf jeden Fall keine Ausnahme. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ist eben so eine rosa Tarnung mit diesen Bewegungen, mit den Animationen und so weiter. Macht was her. Wie die jetzt auf Kirschschorle kommen, keine Ahnung. So heißt die Tarnung allerdings im Multiplayer. Und das ist noch nicht alles, was wir bekommen. Ihr seht im Hintergrund jetzt mal diesen Plan für Days of Summer für Black Ops 3. Ihr wisst ja, es gibt dieses Days of Summer für Call of Duty, das jetzt noch eine Woche läuft. In MWR zum Beispiel kamen neue Waffen und Beachbock, eine neue Map. Jetzt hier bei Black Ops 3 kommt keine neue Map, was ich ein bisschen schade finde. Allerdings, wie ihr sehen könnt, wird vom 11. bis zum 18., das heißt, heute startet das, wahrscheinlich um 19 Uhr, DLC Nummer 1 kostenlos sein. Das heißt, wer DLC 1 noch nicht gekauft hat und so weiter, kann dann trotzdem in der Zeit die ganzen Multiplayer-Maps spielen. Ich glaube, man muss dafür nichts runterladen oder irgendwas in diese Richtung. DLC Nummer 1 kam ja mit diesem großen Patch irgendwie, wo sich alle drüber beschwert haben. Aber ich glaube, das bedeutet, dass jeder schon DLC 1 installiert hat. Das ist beim Spiel schon integriert. Und von daher werden die Maps dann wahrscheinlich einfach in der ganz normalen Rotation sein, was cool ist. Und wenn es so ist, dass man DLC 1 schon hat, bekommt man Double XP als Ausgleich, auch auf jeden Fall ganz nett. Das läuft dann so weiter bis zum 14., beziehungsweise am 14. ändert sich das alles, denn am 14. kommt dann Waffenspiel mit Doppel-Kryptos dazu und wird dann eben an diesem Tag und am nächsten Tag noch sein, das heißt am 15. auch noch. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall alle Waffenspiel suchten und am 16., 18. gibt es dann wieder das, was es eben vom 11. bis zum 13. gibt, das heißt Double-Krypto für Waffenspiel fällt dann wieder weg. Auf jeden Fall eine ganz nette Aktion, würde ich sagen. Die große Überraschung ist jetzt hier irgendwie nicht mit dabei. Ich persönlich habe ja sogar irgendwie so ein bisschen gehofft, dass wir eine neue Map bekommen oder ein Remake von der Map und dass wir auch irgendwie was Neues, Frisches in Sachen Maps bekommen. Das ist jetzt nicht der Fall, aber eine coole Aktion auf jeden Fall und die Tarnung sieht schick aus und ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man die zieht. Geld ausgeben würde ich jetzt nicht mehr, würde ich euch nicht empfehlen. Der Black Ops 3 Lifecycle ist fast vorbei. Das heißt, das nächste Call of Duty steht vor der Tür und wenn euch das dann gut gefällt, dann werdet ihr kaum noch Black Ops 3 spielen. Von daher jetzt lieber mal kein Geld ausgeben. Wenn ihr noch Geld ausgibt für Black Ops 3, dann verschiebt das vielleicht. Testet erst World War 2 und wenn ihr dann sagt, nee, World War 2 ist nicht für mich, ich spiele noch ein Jahr Black Ops 3, dann kann man vielleicht auf die Waffen schwitzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Apropos Waffen, kommen neue DLC-Waffen? Das ist die große Frage. Da wissen wir leider nichts Offizielles. Viele sind davon ausgegangen und es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn man jetzt so kurz vor Ende noch irgendwie geile Waffen zu Black Ops 3 bringt. Bestätigt wurde da noch nichts. Wenn Waffen kommen, dann glaube ich, kommen wirklich absolute Community-Lieblingswaffen, damit die ganzen Supply Drops und so weiter nochmal gekauft werden. Auch hier kann ich euch nochmal sagen, gebt kein Geld jetzt aus. Nicht in dieser Phase von Black Ops 3. Ich werde versuchen, die zu ziehen. Ich habe noch meine Bestechung, die ich noch freispielen muss. Ich glaube, ich brauche noch 11 Siege oder irgendwas in diese Richtung. Das werde ich auf jeden Fall noch machen und ich werde dann versuchen, eine der neuen Waffen zu ziehen. Aber Geld ausgeben, glaube ich, tue ich jetzt auch nicht mehr. Und ich bin gespannt, was da kommt, ob eine Waffe kommt. Wie gesagt, wir wissen dann nichts Offizielles. Das wird sich dann heute Abend um 19 Uhr zeigen.
wenn eben der ganze Kram online geht. Das wird heute um 19 Uhr sein. Das ist immer um 19 Uhr. Das heißt, die Updates und die Events und so weiter starten immer um 19 Uhr deutscher Zeit oder 18 Uhr, je nachdem, ob wir Sommerzeit oder Winterzeit haben. Ja, ihr wisst Bescheid. Das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat's gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser Tarnung sagt. Würde mich interessieren und zu dieser Aktion allgemein mit DLC Nummer 1. Bin sehr gespannt auf eure Gedanken dazu. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne eine Bewertung da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und für weitere Call of Duty Videos lasst, wie gesagt, gerne auch ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt sind noch ein paar Videos eingeblendet. Klickt da auf jeden Fall irgendwo drauf und schaut auch gerne bei meinem Shop vorbei. Gibt zum Beispiel die geile Phantom Cap. Würde mich freuen. Das war's von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.